Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Switchboard-Video. Und wir werden uns in diesem Video den Switchboard-Thermometer, ein Hydrometer, vornehmen. Man kann den natürlich auch benutzen, um bei bestimmten Temperaturen die Heizung, Quatsch, die Heizung. Heizung haben sie noch nicht im Angebot. Vielleicht kommt das ja auch noch. Aber man kann dann sagen, hier Gardinen zu oder Gardinen auf oder was weiß ich. Ehrlich gesagt, ich habe es hauptsächlich für zwei Sachen. Wohnzimmer, Schlafzimmer überwachen. Weil mein Vermieter immer sagt, wir lüften. Der kommt ja mal, wenn Schimmel oder so ist, wir lüften nicht richtig. Bei mir geht es jetzt mittlerweile, bei meiner Frau ist immer noch, immer wieder im Schlafzimmer oben in einer Ecke was, wo sie den Schornstein weggemacht haben. Hiermit können wir Temperatur und Wasser, also wie feucht es ist, überwachen, also Temperatur, Feuchtigkeit. Und es wird in der App gespeichert für Monate, für ewig. Man kann sich das ausdrucken lassen, denke ich mal, oder macht einen Screenshot und hat einen Beweis, hey, ich bin in der richtigen Temperatur drin. Und Luftfeuchtigkeit ist bei mir auch nicht so hoch. Das muss von woanders kommen. Alleine deswegen sieht man denn hier praktisch hier die App dann. Das werden wir uns auch gleich angucken. Natürlich kann man damit auch Spielereien machen und sagen, hier, was weiß ich, bei einer bestimmten Temperatur, Gardinen auf oder Gardinen zu oder so. So, da haben wir dann hier den. Ach Gott. Der ist aber gut drin. So, Hydrometer. Hier haben wir wieder Batterien. Hier haben wir nochmal einen Ersatzklebestreifen und. Gummiteil, was soll das sein? Da müssen wir gleich mal nachlesen, für was das Gummiteil sein soll. Ach, alles klar. Alles klar, auch hier wieder Verweise auf die App. Und Klebestreifen ist mit bei. Alles klar. Alles klar. Wir machen jetzt mal die Batterie rein, dann kann ich euch das zeigen. Zack. So, und zwar ist das dafür da, dass man das hier reinmachen kann. So. Wenn er vernünftig halten würde jetzt gerade. Also laut Bild sollte es so sein, dass man den dann hier reinmachen kann. Und dann kann man den dann so praktisch schräg hinstellen. Ist aber halt locker. Man muss halt wirklich halbwegs einhaken, festhalten, zack. Man könnte sich den so hinstellen. Ja, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, dass er kann. Oh! Das ist nicht nur. Oh, das ist ja geil. Das ist nicht nur ein Klebestreifen, dass wir den festkleben können. Das ist ein Magnet. Nee, der nicht. Das ist Metall. Ah, hier ist. Hier klebt er. Hier, das ist Metall. Der Magnet ist hier drinne. Ist ja auch clever.
So kommen wir immer noch an die Taste ran. Das ist geil. Ja, da haben sie, also da haben sie mit dir gedacht. Das finde ich clever. So, wir haben unser Thermometer hier. Wir machen unser Switchboard wieder. Ja, kriegen wir so eine Nachricht, dass die Tür offen ist. So, und jetzt einfach mal hier wieder gedrückt halten, denke ich mal. Ah, jetzt macht er Bluetooth. Ja, was haben wir denn da? Welchen ist denn das da? Lightstrip, den habe ich doch gar nicht von Switchboard gesehen und die Birnen, ehrlich gesagt. Mini-Hub, Remote, Bot. Indoor. Indoor Cam, Monitor. Indoor Bot. Feuchter Smart Fan. Ach, da, Meter. So, da hat er drinne. Hydrometer Wohnzimmer. Ach, ich sag einfach mal Thermometer. Thermometer. Können wir auch gleich im Wohnzimmer einbinden. Zack. So, jetzt haben wir ihn eingebunden. Hier haben wir schon Celsius, aber hier steht noch Fahrenheit. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den hier irgendwie einstellen können. Cloud. Oh, Cloud müssen wir natürlich anmachen. Das habe ich im letzten Video auch vergessen. Bei dem Türsensor. Ach, da ist Cloud schon an, okay. Kalibrieren. Ja, soll ich 24 Grad drin haben? Nee, das haut nicht hin. 19. Kalibrieren muss man von Hand. Ach, das seht ihr ja gar nicht. Das ist ja doof. Ja, mit dem Zoom und so. So, ich habe ja hier schon eins dran. Das sagt 19, gucken wir gleich mal nach. Neunzehn Komma vier. So, 19,4. Mit der Luftfeuchtigkeit, ich weiß nicht, welche Luftfeuchtigkeit ich hier habe. Deswegen habe ich dich doch, du sollst es doch ermitteln. So, ich möchte die Temperatur haben.
Mehr als 21 möchte ich hier in der Bude nicht haben. 21,5. Oh, 19,2 bis 21,5 möchte ich haben. Jetzt haben wir die eingebunden. Ach, hinten kann ich einmal raufdrücken. Dann kann ich die Gradzahl ändern. In Celsius. Jetzt sagt er 18,9. Das haut nicht hin. Wir haben noch 19,4, vielleicht schaltet sich jetzt nach und nach automatisch ein. Die Luftfeuchtigkeit ist auch runtergegangen. Ihr habt Export Data. Da können wir per E-Mail irgendwo hinschicken. Clear. Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr. Und das können wir dann zum Beispiel exportieren. Können wir dann sagen, hier, pass mal auf, lieber Vermieter, ich schicke dir die E-Mail. Da steht dann das drin, das, da kriegt er dann hier das. Ja, das stellt sich jetzt langsam automatisch ein. Jetzt ist es schon bei 19 Grad. Es geht runter. Ich hätte es gar nicht kalibrieren brauche. Dann mache ich das mal jetzt schnell wieder zurück. Hatte ich hier auch was verstellt? Hier hatte ich nichts verstellt. Ja. Man kann alles gut erkennen. Vielleicht eine kleine Hintergrundbeleuchtung wäre nicht schlecht, dass man halt hier oben vielleicht noch einen Knopf hat und eine Hintergrundbeleuchtung anmachen kann. Aber die Zahlen sind sehr groß. Ja, seht ihr, jetzt wieder runter, 24,2. Der stellt sich jetzt von alleine ein. Luftfeuchtigkeit geht gerade dort hoch. Ja, da müssen wir überwachen. Ah, finde ich gut. Und der kommt dann halt ins Wohnzimmer.
Der kommt dann hier in mein Zockerregal. Und dann, oder oben auf den Schrank auf und dann mal gucken. Wichtig ist halt mit der Luftfeuchtigkeit. Ich habe extra unten unterm Tisch jetzt schon einen Entfeuchter. Mal gucken, wie er sich schlägt. Ich bin mal gespannt. Aber das schöne deckische Teil, halt, wie gesagt, man kann dann sagen, was weiß ich, wenn es kalt ist, wenn es jetzt 18 Grad werden oder so, dann sollen die Vorhänge zugehen. Oder im Sommer hat man halt Türspergel immer mit offen. Und vielleicht auch keine Vorhänge vor oder so. Und dann sagt man halt, was weiß ich, abends, wenn es ein paar Grad kühler wird, von 23 auf 20 runtergeht oder so, dann kann man sagen, hier, ey, du hast 20 Grad, mach mal die Gardinen zu. Und dann gehen die Gardinen zu, Fenster ist immer noch offen. So wäre dann machbar zum Beispiel. Oder hier ist bestimmt, man bereitet die Kaffeemaschine vor oder so, macht dann halt Teebeutel drin und sagt hier, wenn du hier bei 18 Grad bist, Wasser und so ist ja drinnen, schon alle vorbereitet, wenn 18 Grad sind, bräuchte zum Aufwärmen und Tee, dann machst du hier die Switchboard-Kaffeemaschine an und dann kann ich mir danach schön Tee reindrehen. Das wäre halt alles, auch alles möglich. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet erstmal für das Video. Den machen wir mal noch ran. Ich weiß noch nicht, wo ich den befestigen werde. Aber mit den Magneten finde ich eine saugeile Idee. So, das soll es jetzt zum Hydrometer auch gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, ich muss den jetzt erstmal testen. Jetzt geht er gerade wieder von der Temperatur weit hoch. Mal gucken. Ich warte jetzt erstmal, dass er sich einpendelt bei einer Temperatur, wo es ihm gegeben ist. Und, oder wie es hier denn ist. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.